Die Märkte haben heute mehr schlechte Nachrichten als positive Impulse zu verarbeiten. Fangen wir mal mit dem wenigen Positiven an. Dazu gehören die Quartalszahlen von SAP, die durchaus überraschen konnten. Deswegen ist die SAP-Aktie aktuell mit 1,4% bei 44,11 Euro auch im Plus, gehört zu den wenigen Gewinneraktien am heutigen Tag. Auch aus den Vereinigten Staaten gab es Unternehmenszahlen, zum Beispiel von Boeing oder von Dow Chemical. Auch diese Zahlen konnten die Analysten überzeugen. Aber auf der negativen Seite, da gibt es doch einiges, was belastet und was hier zu Buche steht. Und das ist zum einen die Merck-Aktie mit einem Abschlag von 5,3% auf 73,35 Euro. Merck hatte überraschend fürs zweite Quartal einen Verlust gemeldet und die eigene Jahresprognose gesenkt. Darüber hinaus kamen dann auch noch Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten. Die Auftragseingänge für langlebige Güter im Juni, die sind nämlich um 2,1% gesunken, zurückgegangen, obwohl Analysten hier eher mit einem Zuwachs von wenigstens 0,3% gerechnet hatten. Naja, und dann belastet natürlich insgesamt der Schuldenstreit in den Vereinigten Staaten. Das ist immer noch nicht ausgestanden. Eine Lösung ist nicht in Sicht und jetzt bekommen einige hier schon Schwindelgefühle oder Bauchschmerzen. Und das wirkt sich auch auf die großen Indizes und andere Parameter aus. Zunächst erst einmal der DAX. Der liegt mit 118 Punkten oder 1,6% bei 7.230 Punkten im Minus. Derivateanleger kaufen antizyklisch Call-Optionsscheine und Long-Zertifikate. Auch der Dow Jones übrigens im Minus mit 1% bei 12.379 Punkten. Und was macht der Euro? Der hält sich bei einem Dollar 44,24 recht wacker. Da gibt es ja Belastungsfaktoren auf beiden Seiten, deswegen hier nicht allzu viel Bewegung drin. Aber der Goldpreis, der ist auf ein neues Rekordhoch gestiegen und das liegt jetzt bei 1628 US-Dollar pro Feinunze. Silber notiert aktuell bei 41,22 Dollar. Also es ist eine Menge Bewegung drin. Von den Edelmetallpreisen profitieren die Bullen am Markt. Die endlos laufende Quantozertifikate halten bei den Hebelprodukten passiert hier nicht allzu viel. Und die Ölpreise kommen aufgrund der Erwartung, dass möglicherweise eben die Konjunktur nochmal in den Vereinigten Staaten abgewürgt werden könnte, deutlich unter Druck. 2 Dollar teilweise hier für das WTI geht es nach unten auf aktuell 97,56 Dollar für den September-Future. Aus dem Ölmarkt halten sich Derivateanleger aber merklich zurück.